Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir stehen hier vor Bern und Rösch in Ochsenfurt und wollen ja mit ihm jetzt eigentlich sprechen, um zu erfahren, wo endlich Hurensohn ist. Der Mann, den wir treffen wollen, wartet sicher schon. Du hast also eine Kontaktperson, Rösch. Bereit? Der Kontakt wartet beim Schachclub. Bringen wir es hinter uns. Beim Schachclub ist auch so gut. Wer ist dieser Kontakt? Dein Kontakt. Wer ist das? Schlüpfriger Kerl. Wären die Umstände anders, hätte ich nichts mit ihm zu tun. Heißt das, dass du ihm nicht vertraust? Ich vertraue niemandem. Auch dir nicht. Typisch Vernon. Aber danke, dass du es machst für mich. Gehen wir. Gehen wir. So, mein Lieber, Vernon Rösch. Achso, du willst ein bisschen schneller? Nö, komm, lass uns ein bisschen gemütlicher hier. Ist ja nicht eilig. Außer es ist in Ochsenfurt. Na komm, denn ein bisschen. Hexenjäger. Irgendetwas stimmt nicht. Dann lass es uns rausfinden. Das ist doch Radovid. Ist das Radovid? Schach. Matt. Es heißt, Schach sei das Spiel der Könige. Dass es einem strategisches Denken lehre. Was für ein Schwachsinn! Beide Seiten spielen mit gleichen Figuren. Die Regeln sind dieselben. Was hat das mit dem echten Leben zu tun? Hexer, weißt du, warum ich Schach spiele? Tja, Schach mit Taktik und dem... Naja, also zum Vergleich des Krieges ist das nicht so unclever. Zur Übung? Eigentlich schon. Um zu üben? Um euer Denken zu verfeinern? Ja. Nein. Ich spiele Schach, um das Geheimnis des Spiels zu lüften. Blut fließt durch die Adern dieser Schachfiguren. Man muss nur hinhören, dann hört man es. Tadam, tadam, tadam! Ein Herz voller Leben. Ich schlage einen Bauern und höre, wie ein Leben erlischt. Ich gewinne eine Figur und höre ihre Schreie. Ich möchte diese Schachfiguren aufbrechen, die Wahrheit aus ihnen herausquetschen. Verstehst du, was ich meine? Oh Gott. Ja, irgendwie schon, aber das ist krank. Nee, danke. Nein, ich verstehe es nicht. Du verstehst es nicht, weil du kein König bist. Bauern sehen nur die Kameraden an ihrer Seite und ihre Gegner auf dem Feld gegenüber. Ein König sieht das Schachbrett anders. Seine größten Feinde umgeben ihn. Die eigenen Figuren können ihn einsperren. Und das bedeutet Schach und Tod. Weißt du, Hexer, Schach ist die Kunst, die eigenen Figuren zu opfern. Verstehst du es jetzt? Was ist, wenn ich die ganze Zeit Nein sage? Ich meine, klar, ich verstehe ihn schon. Ihr aber ja auch, also... Ich sage trotzdem mal Nein. Nein, ich verstehe es immer noch nicht. Unwichtig. Reden wir. Warum hast du den Hexer hergebracht? Das kann er euch am besten selbst erklären. Tja, ich hatte keine Ahnung, dass ich den König treffen würde. Ich hatte einen redanischen Spion erwartet. Ich wusste nicht, dass wir einen König treffen. Wenn man auf Zwischenmänner verzichten kann,
sollte man es meiner Meinung nach tun. Ah ja, Zeit und so. Ich will gar nicht wissen, wenn die Gegenseite herausfindet, dass er gerade hier ist. Oh Gott. Ich suche Hurensohn Junior. Ich suche Cyprian Willi, Hurensohn Junior. Ich weiß, dass Redanien ihn unterstützt. Warum suchst du ihn? Das ist eine persönliche Angelegenheit. Na schön, ich frage nicht weiter. Ich habe Junior in einem Anwesen in Ochsenfurt untergebracht. Nur wenige wissen davon. Sie werden dich nicht ohne Ankündigung reinlassen. Also musst du ihnen sagen, dass du wegen der neuen Huren kommst. Junior verlangt ständig nach neuen Frauen. Er soll sie schlecht behandeln. Was hat er davon, wenn er mir das erzählt? Er hat ja Hurensohn angeheuert, von innen heraus in der Stadt zu agieren. Er kennt mich doch gar nicht. Wieso erzählt er mir denn das jetzt? Warum liefert ihr mir Willi aus? Ihr überlasst mir einfach den Mann, in den ihr Zeit und Geld investiert habt? Warum? Sieh es als Geste des guten Willens, zumindest fast. Dafür erwarte ich einen Gefallen von dir. Und Junior hat seinen Nutzen verloren. Die großen vier gibt es nicht mehr. Ich werde zu gegebener Zeit an dich herantreten. Geh jetzt. Ach, du und Scheiße. Und du, Roche, wir unterhalten uns ein andermal. Radovid versinkt scheinbar immer tiefer in seinem Wahnsinn. Ich weiß jetzt, wo ich Junior finde. Alles andere ist mir egal. Geralt, mir fällt ein, dass ich dich auch um einen Gefallen bitten möchte. Nicht du auch noch. Ich habe ein großes Problem mit Vess. Ich brauche jemanden, der sie zur Vernunft bringt. Komm zu mir ins Lager. Dann erzähle ich dir mehr. Lass mich drüber nachdenken. Bis dann, Roche. Vess hieß sie. Vess war die Blonde, die ihr neben Roche gesehen habt. Genau. Was? Zieh doch nicht immer dein... Triff Roche in seinem Lager. Also, das ist bestimmt schon interessant. Also, abgeschlossen. Ah, verflixt. Die Banden von Novigrad. Das ewige Feuer wird unsere Sünden auf... Hä? Gescheitert? Wieso? Was? Wieso gescheitert? Die Banden von... Warum das denn jetzt? Fehlschlag. Denke über Hackers an... Ach so, Hacker. Ja, gut. Hacker wollte ja eben Hurensohn töten. Alles gut, denn ist das richtig so? Ich würde gerne mit Roche sprechen. Das mal abholen. Der war ja jetzt hier oben. Ach, weiße, sind wir... Ja, wir sind faul, komm. Das ist da drüben? Ja. Und in Ochsenfurt, hier muss ja irgendwo auch Junior stecken. Den werden wir dann auch gleich einsacken. Versteckt temerischer Freischärler. Auch gut umschrieben. Muss man schon zugeben. Ein Hexer. Das hat unsere Truppe. Hallo, guten Tag. Schwerter bereit und links zwei. Auf die Schwarzen mit frischem Mut. Zugeschlagen und links zwei. Du warst schon überall. Erzähl mal. Sehen sich die Weiber in Novigrad wirklich? Schwerter gesenkt und links zwei. Ich würde ganz sagen, Roche könnte das auch gut sein. Der ist auch so ein Workaholic. Hexer können nicht die Pocken. Aber er steckt hier hinten. Wenn das alles vorbei ist, mache ich in Vysima ein Bordell auf. Ein echtes mit abgerissenen Wänden. Roche. Geralt von Riva. Gesund und munter. Und du hast so einen irren Blick heute drauf, Roche. Du erwähntest ein Problem. Vess. Sie hat mit ein paar Männern den Fluss überquert und will bei Maulbeertal die Schwarzen überfallen. So? Klingt wie etwas, das Partisanen tun würden. Die handeln auf Befehl. Ich hatte Vess aber verboten, das Lager zu verlassen. Unbefristet. Was will Vess dann in dem Dorf? Warum Maulbeertal? Was wollte Vess denn da? Die Bauern aus dem Dorf haben uns geholfen. Das haben die Nilfgaarder erfahren. Angeblich ist eine Strafexpedition geplant.
Vermutlich werden sie jeden fünften Dörfler hängen. Dann kann ich Wes verstehen, wenn sie die Dörfler retten will. Dich aber nicht, wenn du was dagegen hast. Krieg bedeutet Tod. Nicht nur für Soldaten, auch für Zivilisten. Man kann nicht alle retten. So einfach ist das. Seltsam. Ich habe dich für einen Idealisten gehalten. Das war ich auch und bin es noch. Aber mein Ideal ist ein freies Temerien. Dafür würde ich alles opfern. Scheint, als hätte Wes ein persönliches Interesse daran. Vertraust du Wes nicht mehr? Quatsch. Sie würde für mich sterben. Das ist nicht das Problem. Kennst du den Unterschied zwischen einem Soldaten und einem gewöhnlichen Haudegen? Die Uniform? Das war eine ernste Frage. Nein, eine rhetorische. Also warte nicht auf die Antwort, sondern erleuchte mich einfach. Soldaten denken taktisch. Sie wissen, wann man zuschlägt oder sich zurückzieht, wann man anstürmt und wann man verteidigt. Wes ist nicht gut darin. Sie ist impulsiv und hitzköpfig. Im Partisanenkrieg kann aber ein falscher Schritt den Tod bedeuten. Ich habe ihr befohlen, im Lager zu bleiben, weil ich fürchtete, dass sie draußen wild wird und Fehler macht. Und ich hatte recht damit. Und was kann ich da machen? Also lautet das Problem Ungehorsam. Was soll ich da machen? Ich bezweifle, dass Wes im Dorf ist. Wahrscheinlich lauert sie mit den Männern im Wald nebenan. Wir müssen sie finden und aufhalten, bevor sie zuschlägt. Du bist ein guter Fährtenleser. Hilf mir. Du kannst auf mich zählen. Danke, Geralt. Du hast was gut bei mir. Treffen wir uns in Velen beim Galgenhügel. Von da aus ist es nur ein Steinwurf bis Maulbeertal. Du musst nicht unbedingt mitkommen, Rosch. Ich mach das auch so. Ach, Rosch, warum hast du mir das dann nicht gleich vor Ort erzählt? Jetzt muss ich da wieder hin. Aha. Nein, zum dritten Mal. Ich kann keine Pocken bekommen. So, Schnellreise. Zum Galgenhügel. What the, wo war das denn jetzt? Ach da, genau. Oh Gott, wir müssen mal langsam auch wieder eine Fragezeichenrunde machen, ne? Jo, können wir ja mal demnächst machen. Aber ich würde sagen, wir finden noch Hurensohn, machen die Quest auf jeden Fall auch noch mit. Also mit Roche. Schon sehr interessant. Oh, es ist Nacht. Und wir haben ein Pünktchen. Stimmt. Ja, ich brauche sowieso 20 Punkte hier drin. Bevor ich jetzt hier mal was Neues anfange, weil wir haben keinen Platz. Oh, aber wir haben einen neuen Steckplatz. Mache ich doch mal Art mit großer Reichweite. Das war erhöht die Reichweite von Art um 3 Meter, also noch einen Meter dazu. Und Ausdauer, Regeneration. Oder wir gehen nochmal jetzt auf den Feuersturm für Igni, was auch gar nicht so schlecht wäre. Aber ich habe gerade keinen Platz. Das ist doof. Machen wir mal Art. Für Axi machen wir halt nichts mehr. Das ist allein die Täuschung ist für die Gespräche halt wichtig. So, das haben wir dann drinne. Igni müssen wir auch noch aufrüsten. Gut. Und was machen wir hier rein, Muttergen? 7%, 7, 7, 10. Für was soll's? Ob sich das jetzt, deckt sich das jetzt oder ist das nur für Axi? Was soll's? Was soll's? Ach, das ist der Galgenhügel. Hier haben wir angefangen, in Velen. Oh, schon krass. Ach, Roche. Was liegt da? Unvollendetes Buch. Aha. Wollen wir das glatt mal lesen? Ich habe schon so lange nicht mehr gelesen, aber ich hatte ja auch... ich habe irgendwann mal zwischen den Folgen, habe ich mir alle Bücher reingezogen für das Bestiariumseintrag. Dingens. Ich wusste da halt noch nicht, dass irgendwann die Bücher halt markiert werden, ob wir sie gelesen haben oder nicht. Also ich würde vorschlagen, wir verkaufen die alle und fangen dann nochmal von Neuem an. Weil die gibt es eh doppelt und dreifach. Ihr wisst es ja. So, unvollendetes Buch. Am Galgenburg, an der Galgenhügel. Es ist weiterhin bekannt, dass Historia Magistra Vitae est oder in der Gemeinsprache die Geschichte der Lehren des Lebens ist.
Ihre Schüler allerdings haben es bisher vorgezogen, sich ihre Lektionen aus der Distanz erteilen zu lassen. Aus stillen Stapeln universitärer Werke. So erfuhren sie die Weisheiten der Geschichte nur aus den Berichten Dritter, unvermeidlich gefärbt durch deren Vorurteile und unvollkommenen Erinnerungen. Ich hingegen, Albert Gerd, Magister Artibus Academiae, Oxoniensis, habe entschieden, dass die Zeit reif ist, mit dieser bequemen, doch nachteiligen Praxis zu brechen und sich des Wissens direkt von der Quelle zu bedienen. Ich will die Geschichte dort niederschreiben, wo sie entsteht, an den Frontlinien des Konflikts. Viele werden dies eine Narretei nennen, die unweigerlich zu einem frühzeitigen Tod führen wird. Diesen entgegne ich stolz, dass Audentes Fortuna Iuvat oder in der Gemeinsprache Fortuna das Glück Iuvat von Iuvere. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was Audentes heißt. Fortuna, irgendwas des Glückes, Schmied, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hatte mal Latein, aber es ist Jahre her. Noch was? Nee, gut. So rasch. Da unten ist das Dorf. Schon schwarz von Nilfgaardern. Sie bereiten Exekutionen vor. Von Vess keine Spur. Sie mag ungestüm sein, aber dumm ist sie nicht. Sie wartet auf ihren Moment. Vielleicht greift sie in der Dämmerung an, wenn... Psst. Was denn? Drei Leute. Leichte Ausrüstung. Schleichen ran. Da drüben beim... Tod den Schwarzen! Edme! Zürcher! Sieht aus, als kämen wir zu spät. Oh Gott. Wir müssen helfen. Komm mit. Ja, ist gut. Ach du Scheiße. Rosch, stürz dich da jetzt nicht rein. Gott, bist du schnell. Oh, wer ist... Die hat eine Lebensanzeige. Ach du Scheiße. Ah, jai. Halt! Art! Das ist nicht dein Tag. Oh, Scheiße. Na. Aua. Weil du blöder Arsch wieder ein Zweihandtyp bist, ne? Oh Gott, Wes. Wo ist sie denn? Geralt, beeil dich. Jetzt ist keine Zeit für einen Finisher. Los. Da ist sie. Du. Alles Zweihandtypen, ne? Au! Nicht sterben. Wes? Eieiei. Oh, puh. Gerade noch so. Verdammt nochmal, Wes, bist du völlig übergeschnappt. Du ignorierst meine Befehle, gehst auf eine Selbstmordmission und rennst auch noch ohne Brustplatte in den Kampf, mit offenem Hemd und entblößtem Bauch. Du bist nicht mein Vater, Roche. Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich anziehen soll. Ich bin dein Kommandant und du gehorchst. Partisanenkrieg. Krieg. Dazu braucht man Armeen, verdammte Scheiße. Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Sie haben uns geholfen. Soldaten töten, Wes. Sie retten nicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann geh zu den Schwestern der Militäle und werd Heilerin. Verfick nochmal. Gib mir deine Waffe. Du kriegst sie zurück, wenn du wieder bei Verstand bist. Solltest du das jemals wieder sein. Raus! Fren! Oha, ein Gefangener? Oha, ihr habt einen Gefangenen. Wir machen keine Gefangenen. Du hast meine Waffe, Roche. Also muss ich's mit bloßen Händen tun. Lass ihn. Hier gibt es genug Leichen. Was? Du hast mich gehört. Ja, und ich kann es nicht glauben. Er kam her, um Zivilisten zu ermorden. Er hat uns gesehen. Soll er in sein Lager zurückkehren und davon berichten? Hier weiß, dass wir seine Männer töten können. Er soll erfahren, dass wir auch Gnade zeigen können. Roche hat recht. Außerdem ist er wehrlos. Was ist mit dir, Roche? Hat der Hexer dir die Eier geklaut?
Das sind Sadisten. Er ist der Besatzer. Ich erkläre es später. Du, Nilfgaarder, verpiss dich. Morang Teng. Nee, es der Madawa. Geh, bevor ich es mir anders überlege. Wir sollten verschwinden, ehe eine Patrouille kommt. Danke, Geralt. Wenn du mal Hilfe brauchst, weißt du, wo du mich findest. Na klar. Hat der Hexer dir die Eier geklaut? Das war auch gut. Okay, Schwalbe ist durch. Gleich nochmal eine hinter. Mann, ey. Die Lebensanzeige von der Westie ist ja extrem schnell gesunken. Oh Mann, ey. Insignien. Kriegsaxt. Oh, ein Relikt. Boah, ich meine, solange ich Platz habe, nehme ich es noch mit. Wird aber langsam ein bisschen eng. Na, Hundi. Ich meine, ich kann die Wässer verstehen, wenn die hier wüten im Dorf. Aber den Soldaten jetzt zu töten, wäre auch Blödsinn gewesen. Prinzipiell steckt da auch nur ein Mensch drin, der Befehle befolgt. Was immer schwierig. Das ist halt immer schwierig. Schwierig. Hä, wo liegst du denn? Ach, hier. Ich hab richtig gute Sachen bei, meine Güte. Spaltbolzen, da waren jetzt doch gerade Stiefel mit bei. Hier unten. Schau mal an, besser als die Greifenstiefel. 55 Rüstungs... What? Ja, herzlich willkommen. Die Ritterhandschuhe sind... Warte mal, ist das Mittel oder Mittel? Das ist okay. Das Hemd ist auch cool, aber jetzt gerade nicht zu gebrauchen. Gut, haben wir erstmal Roche geholfen. Bin ich sehr glücklich drüber. Ich würde mal sagen, wir gehen sie jetzt auch nochmal ganz kurz besuchen. Arme das soll da, Versteck. Da. Mal schauen, was sie jetzt sagen. Also Roche und Wes. Die Wes konnte man im zweiten Teil übrigens auch flachlegen. Das war ja damals so. Das glaube ich ja auch nicht anders. So. Seid ihr jetzt versöhnt? Geralt van Riva. Gesund und munter. Was wurde aus Wes verflixt? Das kann man nicht fragen. Na gut. Bis dann. Dann muss doch hier die Wes irgendwo rumstehen. Wenn er sich hier gelassen hat. Du nervst, Grauhaar. Ist sie da am Feuer? Nee. Du warst schon überall. Erzähl mal. Da ist Wes. Hallo, Wes. Das war's? Ja. Schade. Gut, aber Wes ist wieder da. Wohlbehalten und das freut mich schon mal. So, jetzt müssen wir natürlich den Hurensohn noch einsammeln. Sprich mit den Gästen. Casino, was? Karten? Spiele mit den Gästen im Casino Karten. Achso. Ja, ach, was soll's. So, Hurensohn, du bist ja irgendwo in Ochsenfurt. Genau. Ja, ich will gar nicht wissen, was der Radovid da jetzt für uns als Gefallen noch einfordert. Oh, ich habe da eine ganz böse, schlimme Vorahnung. Das wird nicht schön. Aber für den Moment sei es erstmal dahingestellt. Hier ist das bei euch, Hampelmännern. Das ist schon immer Männer von Hurensohn. Was willst du? Wo ist Hurensohn Junior? Oh Mann, schwer von Begriff, was? Ich kenn dich, du Dreckschwein. Du hast Olgard und Vic umgebracht. Wen? Das ist ein Missverständnis. Oh, das muss ein Missverständnis sein. Holen wir uns den Bastard! Och, nicht schon wieder. Jetzt links! Links! Direkt dahin, los! Der konnte nicht mehr aufstehen. bevor wir die aufnehmen, wir sollten uns mal wieder Schwalbe holen. Dankeschön. 6 Uhr, früh am Morgen. Schlüssel. Überlastet. Ach, scheiße. Gibt es hier nochmal... Der Schmied ist doch hier unten. Dem könnte ich mal alles
in die Hand drücken. Der ist irgendwo hier. Wo waren die? War der hier? Ich versuche mal kurz hier zu... Ah. Hallo. Ich werfe mal kurz irgendwas weg. Hier so ein Knüppel. Reicht das schon? Ja. Sehr gut. Wir gehen kurz verkaufen. Ich wollte es eigentlich nach der Folge machen, aber wir sind halt voll. Hast du sie gestern schon? Was haben sie der Frau angetan? Da ist er, der Schmied. Ist er Gott sei Dank um die Ecke. Hi, du. Ah, ein Kunde. Du kannst auch gleich mal reparieren, so wie mir scheint. Jo, zeig mal. Zeig mir doch mal dein Angebot. Ah, puh, tja. Ist jetzt nicht so spannend, ne, aber muss. Wir können auch erstmal alles verkaufen hier und dann ein bisschen Platz schaffen. Er hat kein Geld mehr. Okay, wir haben 20 Platz gemacht. Ich hoffe, das reicht. Wiedersehen. Tschüss. Jetzt wieder hinlaufen. Meine Güte. So. Hä? Irgendwer hat doch hier noch... Hier liegt doch schon wieder irgendein Toter. Streitkolben. Ach nee, das... Ach, das hab ich hingelegt. Alles klar. Gut. Tja, aufgemacht. Ach nee. Nicht du Bogenschütze. Ah. Es ist auch super, wenn man keine Rüstung trägt. Hallo? Auch blöd, ne? Vom eigenen König verraten. Aber nein, du bist ein... Zweihand. Ah, ja, einmal ausweichen. Hier ist doch, du Schwanz. Ah, okay, Reit, wir müssen hier runter. Der blöde Bogenschütze ist wo? Los, auf ihn! Ja, der liegt da. Oh! Es schnetzelt sich schon ganz gut. Au! Wo war das denn? Da hinten ist er. Hier, du hast mal auf, mein Lieber. Eingefroren. Das kann das Schwert, hat irgendwie eine 2%ige Chance. Wir lassen alles da, was an Schwertern und so, was schwer ist. Aber Fleisch nehme ich mit. Gerne sogar. Was habt ihr hier oben? Ein Becherchen. Hier noch? Nee. Und noch eine Wasserflasche. Gut. Soll es gewesen sein? Boah. Oh, was? Seidisch. So. Dann macht der Hexer Platz. Los! Hast du gesehen? Also, du dachtest, ich sehe dich nicht. So rum, ne? Hey. Na komm, greif mal an. Du wirst es nie lernen. Ja, wird er auch nicht. Ah, wie das immer knackt. Verdammt. Ah. Achso, hier, ne? Stimmt, ich habe auch noch den starken Angriff jetzt. Oh. Gar nicht gewöhnt, dass wir den jetzt auch haben. Oh, Eieiei. Komm, fall um jetzt. Florin. Ja, warum nicht? Und du hast eine Schnur bei. Warum hat man denn als Soldat eine blöde Schnur bei? Oh ja, alles mitgenommen. Ups. Das wiegt ja jetzt mehr oder minder nicht mehr so viel oder fast gar nichts. Leinen. Super. Speichern, ab nach oben. Hurensohn. Du musst ja im Häuschen sein, ne? Muss ich doch nochmal runter. Warte. Da gibt's eine Tür und haben wir auch einen Hintereingang? Nee, irgendwie nicht. Aber hier ist was. Ach komm, wähle ein Langschwert. Braucht auch keiner Mensch. Kein Mensch mehr. Ah, wir haben einen Hintereingang. So, so.
Ja. Reißt euch zusammen. Jetzt. Uah. Er hat ihn umgebracht. Ja, ich hab noch mehr umgebracht. Ei, 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 ei. Diese Finisher werden immer gemeiner. Brot. So, was habt ihr hier noch so Schickes? Hier hinten ist was. Ja, lecker essen. Nehme ich doch mit. Ansonsten nichts mehr. Du hast noch was. Ups, gib mir mal deine Bolzen noch. Genau, dankeschön. So, Hurensohn, können wir uns jetzt mal unterhalten? Ach du Scheiße. Verfluchter Degenerierter. Wenn er Ciri auch nur angefasst hat, wird er dafür bezahlen. Oh Gott. Das macht's mir ein bisschen schwer, den am Leben zu lassen. Der hat echt die armen Frauen. Ich meine, der Radovid hätte schon Sie gesagt. Sie wurde an die Wand genagelt. Oh Gott. Schaut euch mit dem Messer da. Oh, ist das fies. Oh, du mieser Bastard. Oh Gott. Was soll das sein? Verfick nochmal! Danke, Geralt. Oh, Scheiße. Hilfe! Verflucht doch mal! Es kommt keiner. Halt! Was? Was willst du? Mieses Stück Scheiße, ehrlich. Hallo, Junior. Wir müssen uns unterhalten. Ich mach alles, was du willst. Brauchst gar nicht denken, dass du den Raum hier leben verlässt. Fangen wir mit ein paar Fragen an. Ich werde dir alles sagen. Ich suche eine junge Dame und einen Barden. Und ich weiß, dass du sie getroffen hast. Eine Tussi? Was für eine Scheiß-Du! Aschblondes Haar, Schwert auf dem Rücken, so wie ich. Ja, ja, da gab's so eine. Ich erinnere mich. Ist auch besser für dich. Pass gut auf. Sag jetzt die Wahrheit. Willst du wissen, wieso? Ich werde nicht lügen. Ehrlich! Ich hab lange gebraucht, um dich zu finden. War nicht leicht. Ich bin wütend und müde. Ich musste eine Menge Leute umbringen. Ein paar haben versucht, mich aufs Kreuz zu legen oder zu lügen. Hat mir nicht gefallen. Wenn ich noch eine Lüge höre, ist das Maß endgültig voll. Dann mache ich etwas, das mir im Nachhinein leid tun wird. Ist dir jetzt klar, warum du mich nicht anlügen solltest? Ja! Gut. Sag mir, wie du die aschblonde Frau getroffen hast und was mit ihr passiert ist. Was mit ihr passiert ist? Sie hat mich angegriffen! Noch eine Lüge, dann schneid ich dir die Eier ab. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte ihr magisches Fühlerdings reparieren. Dafür sollten das Mädchen und der Sänger mir Sigiräuvens Schatz besorgen. Das haben sie nicht. Da habe ich vielleicht etwas überreagiert. Was hast du getan? Ich hab mir diesen Dodo geschnappt und gewartet, dass sie ihn holen kommen. Da, das Ding da, das sollte ich reparieren.
Ein Phylakterium? Sowas kannst du reparieren? Ich nicht, aber ich kenne jemanden. Du vergeudest meine Zeit, Junior. Ich will Details wissen. Ich sag's dir ja. Ich sag dir alles. Aber es war nun mal so.